So, ich möchte euch hier ein super lustiges Video zeigen. Und zwar ist ja neuerdings Maus Akrobat im Clan Ode Mortis. Und ich hatte mit meinem Platoon das Vergnügen, mit einem Ode Mortis-Spieler in einem Team zu fahren. Ja? So. Wir pausieren das Spiel. Wir gucken erstmal. Objekt 430U. Hier dieser nette Herr von Ode Mortis. Ihr müsst mal gleich mal gucken, was er unten im Chat schreibt. Nachdem der erfahrenste mit den meisten Gefechten im deutschsprachigen Raum, Akko Akko, aus dem Clan German Predators, der Hellseher von World of Tanks, der das Spiel von vornherein innerhalb von Sekunden vorausberechnet, voraussagt, der Nostradamus in World of Tanks, ja, das Spiel vorhersagt. Und jetzt guck mal unten links im Chat, was ich schreibe und was unser Klugscheißer aus dem Clan Ode Mortis daraufhin antwortet. Also, ich beleidige niemanden, sondern ich schreibe nur in den Chat, was denn so angesagt ist und was gleich passieren wird. Liest mal unten links im Chat, was ich in Caps Lock schreibe und daraufhin die Antwort des Spielers aus dem Ode Mortis Clan. So, da haben wir das. Mit Smiley, Objekt 705A, Akko Akko, G-Pred. Okay. The enemy TDs like it if you go waterside. Ne, ihr könnt ja nochmal pausieren. So, und dann zusätzlich schreibe ich, wir brauchen nur links und wir brauchen Mitte, vor allen Dingen auch die Mitte, ja? Jetzt guck mal, was ich noch schreibe. Ja, jedenfalls, ich habe geschrieben, wir brauchen die linke Flanke. Ihr könnt auch nochmal zurückschrauben. Und guck mal, was er daraufhin antwortet. Achtung, jetzt links unten kommt die Antwort von dem 430U. Achtung, links unten. Akko, stop talking shit. Okay. Also, meine Meinung war, wir brauchen die linke Flanke und wir brauchen die Mitte. Maus klingt sich direkt mit ein. Maus ist auch am Klugscheißen. So, jetzt schreibt Objekt 268, er hat über 110.000 Gefechte, also hört lieber auf ihn. Ich spiele das Spiel ja auch schon seit 7, 8 Jahren, ne? Muss man dazu sagen. So, also Objekt 68, guck mal. Was ist passiert? Wir haben die Mitte nicht geholt. Der Gegner ist da durchgefahren, hat die Arti gespottet und die Arti ist innerhalb von Sekunden weggestorben. Okay, da fängt es schon an. Also Objekt 430U hätte Richtung. Jetzt guck mal unten rechts auf die Minimap. Ja, ein Medium von uns ist auf der Wasserseite, der Scout ist auf der Wasserseite, Grille ist auf der Wasserseite, E4 ist auf der Wasserseite. In der Mitte kann der Gegner tun und lassen, was er will. Natürlich sollte die Wasserseite vom Scout, ja, von dem Scout gespottet werden. Ich würde aber die Grille schon mal gar nicht dahin stellen, weil die zwei Artis und die TDs können die Grille einfach, keine Ahnung, kaputt schießen innerhalb von Sekunden. Zumal die Mitte ist gefallen, ja, das heißt, der Gegner holt sich hier diese Mitte. Was passiert, wenn der Gegner die Mitte hat? Kann ich euch erklären. Ich erkläre euch erstmal ganz in Ruhe, warum ihr die Mitte bzw. diese Linie, diese Heavy-Linie hier braucht. Ihr seht es ja unten links auf der Minimap. Wenn man diese Mitte hier hat, gibt es Schusskanäle hier rüber auf die Heavy-Linie, auf der linken Seite. Genauso, wenn man hier die Heavy-Linie hat, kann man auch die Mitte beschießen. Hat man die Mitte und diese Heavy-Linie hier, hat man zwei Drittel der Map Control. Hat man dahingegen die Wasserseite, da gibt es keine Schusskanäle in die Mitte, ja, beziehungsweise sehr schwierig oder gar keine. Man hat nur die Wasserseite, wenn man denn, jetzt kommt noch ein Zusatz, wenn man es überhaupt bis hier vorne hin schafft, denn
Wenn wir oben rechts gucken, der Gegner hat ein FV, STFV, E3, 2 Artis und Scout und hast du nicht gesehen. Und wir haben hier butterweiche Panzer. Scout, butterweich, Grille, butterweich und E4 viel zu langsam und Arti anfällig. Ja, das heißt, es ist noch nicht einmal gesichert, ob du denn bei zwei Gegner-Artis und so vielen TDs überhaupt bis da vorne ankommst. Ja, da hinten auf der Wasserseite, dass du überhaupt bis da vorne ankommst. Das heißt, fährst du massiv auf der Wasserseite, wenn der Gegner zwei Artis und mehrere TDs hat, dann wird höchstwahrscheinlich, wenn der Gegner sich nicht blöd anstellt, wenn du den auch pushst vor allen Dingen, hier die komplette Wasserseite wegsterben. Und wir haben diese Mitte nicht. Das heißt, der Gegner kann sich gleich mit mehreren Mediums dort festsetzen und von dort aus die Schusskanäle auf diese Heavy Line eröffnen. Jetzt habe ich euch die komplette Map erklärt. Das heißt, wir verlieren gleich komplett die Wasserseite, die Mitte und die Ecke sowieso, weil der Gegner mit viel mehr Heavies dort auftaucht, als wir es haben. Beziehungsweise schwere TDs, weil unser Type 5 ist irgendwie, ich weiß nicht, was mit dem ist, beziehungsweise 268 muss ja auch die Mitte deffen. Das heißt, wir haben sämtliche Flanken jetzt schon, bevor das Spiel angefangen hat, verloren. Dieses Spiel ist innerhalb von Sekunden schon verloren. Eine Arti ist schon tot. Die wurde aus der Mitte gespottet und rausgenommen. Die hat sich gut auch wahrscheinlich schlecht angestellt, aber gut. Ne, eine Arti ist tot. Die nächste Arti wird auch gleich sterben, weil die Mitte fallen wird. Und die kommen aus der Mitte, beflanken uns hier, die beflanken uns dort und schießen aus diesen Schusskanälen darüber. Das heißt, wir können diese obere Linie gar nicht pushen oder deffen. Zumal, wenn wir versuchen, oben lang zu fahren, die zwei Gegner-Artis dort oben auch reinhalten können. Das heißt, das Schlimme ist, ich weiß jetzt schon, zu 99% dieses Spiel ist jetzt nach Sekunden schon verloren, weil unsere Mediums falsch gefahren sind. Und das hatte ich in der ersten Sekunde per Caps Lock in den Chat geschrieben. Und ich verstehe bis heute nicht zum Beispiel die Map Polargebiet. Ihr könnt euch mal das Video angucken. Maus Akrobat fährt bis heute immer auf die falsche Linie. Immer wenn man in seinen Stream guckt, er fährt immer auf die falschen Linien mit den Mediums. Und genauso wie auf Wadi man in die Mitte nicht fahren sollte. Maus Akrobat hat das bis heute immer noch nicht kapiert. Der fährt immer mit allen Panzern, mit schweren Panzern auf Wadi immer in die Mitte, obwohl die zwei Flanken links und rechts wichtiger sind. So, jetzt gucken wir uns das mal an, was hier passiert. Wir sind nur zu dritt hier und ein Medium. Das reicht aber nicht, um diese Ecke hier zu deffen. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Zumal unser Ode Mortis Klugscheißer, der mich dann als Laberkein Shit beleidigt hat, schon mal 400 von der Arti gefressen hat. Dass er dort nicht Arti-safe steht, das ist ihm anscheinend nicht bewusst. Oder Damage machen Richtung Mitte ist ihm wichtiger. Ne? Deswegen fahre ich auch da nicht vor, weil mein Heavy dort absolut verloren ist. Jetzt gucken wir auch mal die Wasserseite an, ja? Behaltet mal auf der Minimap die Wasserseite im Auge. Hier, die Maus fährt jetzt gegen ungefähr 5-6 Panzern unten an die Front. So, jetzt guckt es euch an, die stehen alle Hull Down, unter anderem ein Super Conqueror. Unter anderem ein Type, das heißt, egal wer da jetzt vorfährt, der zieht den kürzeren. Ja, die Maus wird vom HE, vom Type 5E zusammengeschossen. Und die anderen Panzer da, die schießen so schnell, da ist Super Kong zum Beispiel. Der steht Hull Down, für die Leute, die sich fragen, warum ich HE schieße. Ja, der steht Hull Down, da musst du halt irgendwas schießen, wo du auch mit durchkommst. Oben an seinen Turm, zumal der Type steht auch noch da. Hier, der Kollege Objekt 430U, der kassiert immer noch ohne Ende Treffer. Der hat hier vorne überhaupt nichts verloren. Jetzt gucken wir mal auf die Minimap. Ganz kurz, ich stoppe nochmal das Spiel. Jetzt haben wir das Ding. Unsere Leute haben die Wasserseite zwar, es sieht so aus, ja, es sieht so aus, als hätten die die Wasserseite gewonnen. Die sind alle noch am Leben und haben die Wasserseite gewonnen. Jetzt kommt das Problem. Jetzt kommt das Problem. Unser Objekt 268-4 ist in die Mitte gefahren. Was zwar auch nicht klug ist, aber
Dadurch, dass der Gegner 3, 4, 5 irgendwelche schnelle Panzer in der Mitte hat, ist unser Objekt 268-4, wenn er, selbst wenn er an der Base stehen bleiben würde, sowieso verloren. Das heißt, wir kriegen hier diese Heavy Line eh nicht so schnell gepusht, weil da so viel massiv Stahl steht, Type 5, Super Kong Cooldown und, ja. Das heißt, die Ecke kriegen wir eh nicht so mal eben durchgepusht. Unser Type 5 steht auch da hinten, ja. Das heißt, unser Type 5 wollte eh nicht pushen, weil er schon gesehen hat, dass da vorne so viel ist. Jetzt kommt der nächste Fehler. Unsere Maus, ne, ist so der Held vom Erdbeerfeld. Anstatt erstmal zu warten, ob der Type 5 überhaupt pushwillig ist. Das heißt, deren Type 5 ist hier vorne mit den ganzen anderen. Unser Type 5 ist da hinten. Er kann hier gar nicht reinwirken. Zumal hier stehen auch so Panzerwracks, ne, von vornherein. Das heißt, der wird auch durch diese Dinger geblockt. Das heißt, er kann von dort hinten sowieso nicht auf die hier vorne wirken. Ja, man sammelt sich erstmal hier irgendwo oder was weiß ich. Dann sieht man, okay, wollen die Leute pushen oder nicht? Das heißt, dieser Single Push von unserer Maus da vorne ist absolut unsinnig. Das ist übrigens die Maus, die mit dem Objekt 430U zusammen über mich gelächelt bzw. sich lustig gemacht haben. Warum können wir da jetzt nicht pushen? Weil da oben der Gegner hat diese obere Linie. Da sind jetzt mehrere Panzer. Versuchen wir hier unten zu pushen. Da ist so viel HP, das dauert so lange. Das heißt, selbst wenn der jetzt mit seinem Medium hier oben deffen würde, die würden da mit zwei, drei Panzern rumfahren und den rausnehmen. Das heißt, er kann diese obere Linie sowieso nicht deffen, ja, weil das für ihn zu viel wäre, da gegen zwei, drei Panzer gleichzeitig. Pushen wir hingegen mit unseren langsamen Heavys hier vorne, wir haben so viel Reload-Zeit, die kriegen wir auch nicht mal eben durchgepusht. Das dauert seine Zeit. Der Gegner schießt sich da oben durch. Nimmt den hier raus, der ist eh schon half HP, also der hat nur noch die Hälfte an HP, weil er schon von der Arti und von irgendeinem anderen gefressen hat, weil er so geil auf Damage war. Pushen wir da unten, werden wir von hinten weggeschossen. Der Gegner hat die komplette Map Control. Jetzt guck mal auf der Wasserseite, was passiert und guck mal, was auf dieser oberen Linie passiert. Deswegen bin ich auch weder davor gefahren, noch pushe ich da. Unsere IS-7 kann er auch nicht crossen hier, ne, die zwei IS-7, weil hier sind schon Schusslinien, die Arti, alle anderen sind eingeaimt. Wenn die jetzt hier rüberfahren, dann kriegen sie von der Seite. Der Type ist da hinten isoliert, der steht hier sinnlos rum, Maus ist an der Front, das ist kompletter Schwachsinn. So, jetzt lassen wir das Spiel mal laufen. Wasserseite haben wir angeblich gewonnen, ne? Jetzt guck mal, was da auf der Wasserseite passiert gleich. Ich sehe dort nur Türme und da kommt man selbst mit Gold nicht überall durch. Deswegen schieße ich jetzt Perma-HE. Komm wenigstens durch. Der hat schon wieder den nächsten Treffer von hinten kassiert, weil er so geil auf Damage auf links war. Hat er den da komplett ignoriert. Wenn man da hochfährt, da kriegt man von der Arti. Das habt ihr ja auch gesehen. Ich stehe hier Arti safe. Pulldown. Ich kann wirken. Hier seht ihr es. Der Gegner hat jetzt schon drei, vier Panzer da oben. Wir haben die obere Linie verloren, wir haben die untere Linie verloren, wir haben die Mitte verloren. So, jetzt mache ich nochmal langsam. Unser Objekt 140 ist oben durch mit dem AMX. Problem nur, der Gegner hat die Mitte und zwei Artis. Jetzt passt mal auf. Die zwei Schwachmaten dort werden jetzt ins Kreuzfeuer genommen. Einmal ist hier ein STRV, der sowieso fast nicht penetrierbar ist. Plus, der Gegner hat die komplette Mitte, die können auch nochmal hier rüber schießen. Plus, wer weiß, was hier noch steht. Und die zwei Artis, die wahrscheinlich sich hier irgendwo versetzt haben. Das heißt, die zwei Artis rotzen jetzt auf unsere Jungs hier hin. Die Meds rotzen aus der Mitte hier hin. Plus, der STRV ist ja auch noch nicht tot. Der schießt auch so schnell, der schießt die hier komplett runter. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, wie die Mitte gefallen ist. Das heißt, wir kriegen jetzt von hinten auf die Schnauze. Wir kriegen jetzt von den beiden Linien auf die Schnauze. Wasserseite geht verloren. Unser E4 macht irgendeinen Schrott da. Jetzt guckt euch das mal an. Ja, jetzt, ich weiß nicht, soll ich links helfen, rechts helfen? Wo soll ich denn helfen? Unser Type ist immer noch da hinten. So. 5 zu 3. So, unser Objekt 140 ist schon mal tot. Der wurde ins Kreuzfeuer genommen und rausgenommen. Ja, wohlgemerkt. So, jetzt lassen wir mal weiterlaufen.
Ja. Wir werden jetzt komplett hier überrannt von den Leuten. Plus, habe ich ja vergessen zu zeigen, wir mussten den Type nach hinten schicken, beziehungsweise IS-7, weil die Gegner auch schon hinten durch sind. Unser Scout auf der Wasserseite auch mit Kreuzfeuer rausgenommen worden. Unser E4 auf der Wasserseite ist isoliert. Mehrere schnelle oder beziehungsweise Heavys sind schon in der Mitte durch. Wir haben die zweite Arti auch noch verloren, weil die Mitte gefallen ist. Ja. Wir hatten das Spiel eigentlich schon nach 10 Sekunden verloren. Das habe ich ja auch vorausgesagt. So, jetzt darf ich hier gegen drei Panzer auf einmal kämpfen. Unsere IS-7 mussten wir jetzt abordern, weil er jetzt auf der Mitte helfen muss, damit die uns von hinten nicht beschießen. Ich werde natürlich hier mit Gold weggeschossen. Ich krieg von unten, ich krieg von rechts, ich krieg von Arti, ich krieg von Gold. Der Drops ist gelutscht, meine Damen und Herren. Unser E4 wurde auch übrigens schon rausgenommen. Unsere Maus steht komplett sinnlos an der Front und stirbt gerade weg. Ja, was will die Maus alleine an der Front? Der hat gar nicht geguckt, ob da irgendjemand pushwillig ist. Solange unser Type 5 nicht auf Position war und mit an die Front fährt, fahre ich doch nicht an die Front. Der gegnerische Type 5 war an der Front. Der konnte da mitschießen. Unserer war hinten. Und ich schicke jetzt nicht irgendwie... ja, wir hatten auch zwei Anfänger IS-7. Ich schicke die da nicht an die Front gegen so viel Panzer, während der Type 5 hinten gammelt und die Mitte gefallen ist und wir von hinten kassieren. Wasserseite verloren, alle Artis verloren, die Mitte verloren. Und jetzt gibt's nur noch auf die Fresse. Übrigens, für die Leute, die dann fragen, warum hast du HE geschossen? Ich werde am Ende mehr Damage machen als unser goldschießender Noob von Autumn Mortis und mehr Damage als die Maus, die da hinten rumgestanden hat und auch Gold geschossen hat. Denn selbst mit Gold prallt man an Türmen ab. Das heißt, einzig sichere Methode, zumindest mit großen Kalibern 200, 300 Damage zu machen, teilweise sogar 400, ist HE. Kann jeder machen, wie er will. Nichtsdestotrotz, jetzt schon mal gesagt, für die Leute, die dann dauernd fragen, warum schießt du HE, ich werde mehr Damage haben als Maus und Objekt 430U. Und das ist auch komplett unwichtig, egal wie viel Damage ich jetzt hier gemacht hätte, das ist zu viel HP. Wir haben beide Flanken da hinten verloren, wir haben die Wasserseite verloren, wir haben die Mitte verloren, wir haben sämtliche Artis verloren. Dieses Spiel war in den ersten 10 Sekunden verloren. Warum? Weil unser Klugscheißer hier, der meint, weil er irgendwie eine 9 oder 10.000er WOT-Wertung hat, hätte er das Spiel gefressen. Ja, und ich erkläre es immer wieder. Diese Leute spielen in ihren Clans Teamgefechte, okay? Und Teamgefechte ist so, du fährst mit 10 Mann, beispielsweise Tier 10 oder was weiß ich, was gibt's da, Tier 8. Und mit 10 Mann rommelst du immer irgendwelche Noob-Teams weg und dadurch steigt deine WOT-Wertung. Dann sind diese Leute der Meinung, dass sie irgendwas in WOT kapiert haben. Ja, Gold schießen, Damage machen, das kriegen sie noch hin. Aber Map-Taktik... Ja, und selbst wenn ein Spieler, der das Spiel seit 7, 8 Jahren spielt, so wie ich, in den ersten 10 Sekunden sagt, hör mal zu, Kollege, fahrt mit euren Mates Richtung Mitte, spottet die Wasserseite nur aus der Distanz, fahrt da nicht vor, weil ihr geratet, spätestens wenn ihr da vorne angekommen seid. Der Gegner hat das ja auch schlau gemacht, ja, die sind auch nicht hier vorgepusht an der Wasserseite, die haben da hinten Kreuzfeuer aufgebaut, die hatten die Mitte, wir hatten hier ein TD, hier mehrere Artis. Das heißt, alles, was hier durch diese schmale Gasse rausfährt, bekommt von der Arti, von der anderen Arti, von SDRV, vom Patton. Da kann nichts rausfahren, ohne zu sterben. Hier ist tausendfach Kreuzfeuer. Der Gegner hat die Mitte, Schusslinie auf die Heavyline. Das heißt, wir konnten sogar, selbst wenn wir wollten, die obere Linie nicht pushen. Die obere Linie wird von den Artis beschossen und von der Mitte aus, da sind so Schussbahnen. Ja, das heißt, dieses Spiel war in den ersten 10 Sekunden verloren. Und zieht euch mal am Ende rein, was dieser Autumn Mortis Typ da noch irgendwie so dreisterweise, ja, in den Chat schreibt. Dreisterweise. Und ich konnte ja auch nicht sidescrapen, weil der Kollege mir sogar am Ende diesen Platz weggenommen hat, ja. Nicht einmal sidescrape habe ich hinbekommen, weil er da, ich wollte den jetzt auch nicht in die gegnerische Linie schieben.
Ja, damit das nicht heißt, Assi und so, warum machst du das? Ja, ich hätte hier vorne an den Felsen meine untere Wanne verstecken sollen, können, müssen. Und ja, vielen Dank auch, Kollege von und zu Klugscheißer. Auch danke für die Beleidigung, ne? Obwohl ich am Anfang, ich habe ja auch niemanden beleidigt oder sonstiges. Ja, angeblich bin ich ja der Assi hier. Ich habe auch niemanden beleidigt. Ich habe nur gesagt, Leute, tut bitte mir einen Gefallen. Besetzt die Mitte und kommt mit den ganzen Panzern hier auf die Heavy Line. Dann haben wir zwei Flanken. Wir haben die Mitte und wir haben diese Linie und wir haben das Spiel gewonnen. Genauso wie der Gegner das gemacht hat und haushoch gewonnen hat. Ja? Und zieht euch mal ganz am Ende den Chatverlauf mit dem geliebten 430U-Kollegen mal rein. Ja? So, wir gucken jetzt mal, was der da so geschrieben hat, ja, im Chat. Also, bis gleich, dringend bis zuletzt dranbleiben. Immer schön Zeit zum eine rauchen. Dann geht es weiter rauchen.